Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder Flying Simulator und sind da immer noch auf dem Weg nach Afrika oder quasi Richtung Italien unterwegs. Wir überqueren immer noch die Alpen und es ist verdammt hoch. Es wird langsam kalt und ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das ist, sieht noch verdammt weit aus. Wo, da hinten? Da hinten sieht schon wieder gar nicht so schlecht aus. Vielleicht schaffen wir das heute, die Alpen zu überqueren. Ich meine, ansonsten gibt es natürlich, wir können hier wirklich bloß fliegen und gucken natürlich. Sag, da gibt es ein paar schöne Täler hier und riesige Berge. Und Schnee. Dachte hier, das ist alles geschmolzen hier, die ganzen Gletscher und weiß ich. Reden sie doch immer. Von hier oben sieht da nichts aus wie irgendwie Klimaerwärmung oder so. Das sieht eher aus nach Eiszeit. So, wir sind auf 14.000 Fuß und steigen immer noch. Ich weiß noch nicht, ob ich darüber komme. Also ich nehme an, das ist hier, ja, die größte Höhe, was wir überfliegen müssen, außer wir überfliegen den Kilimanjaro oder irgendwie so in Afrika. Aber sonst, wenn wir die Alpen überquert haben, ich kann ja nicht so gut gucken, aber ich glaube, ich kann schon das Meer riechen mit den Augen. Meine Güte, was für eine Welt. Ich sag, da sind wir Menschen da ganz klein, wenn man das hier so von oben betrachtet. Ich sag, der eine oder andere von euch ist bestimmt auch schon mal mit dem Flugzeug geflogen und hat die Welt von oben betrachtet. Und ja, das ist ganz anderes Ansicht. Ich sag, da wären unsere Probleme auf der Welt ganz klein, wenn wir hier oben sind. Nichts ist schöner wie Fliegen. So, ja gut, wir kommen natürlich nicht, wir haben nicht das schnellste Flugzeug, aber wir haben das Flugzeug, wo wir denn perfekt über Afrika fliegen können. Ich wollte schon immer über Afrika fliegen. Vielleicht mache ich demnächst den Pilotenschein. Hier so sieht es ja gar nicht so schwer aus. Man hat da so ein paar Instrumente, muss ein bisschen die Höhe beachten. Hast hier so ein Hebel, so ein Trimmungsdingens, damit es nachher gerade in der Luft ist. So ein Gashebel zum Gas geben und hier zwei Pedalen für Seitenruder. Und dann ist es eigentlich das schon gewesen. Gut, vielleicht müsste es noch irgendwie ein bisschen, oh warte, Turbulenzen. Vielleicht noch ein bisschen Englisch kennen, aber ansonsten, so, jetzt sind wir gerade ein bisschen nach unten gesackt. Hier oben wird die Luft einfach ein bisschen dünner. So, ich glaube, wir sind hoch genug. Ich glaube, wir müssen da nicht nochmal 10 Meter steigen hier. Jetzt geht es ein bisschen nach unten. Hab ein bisschen Gas weggenommen. Aber ich glaube, wir haben... Wenn wir da die Landesgrenzen sehen, können wir.
Aber ich sehe ungefähr, wo ich lang fliege. Das sind andere Flüge oder was? Ich glaube, das sind die, was auch noch in der Luft sind. Okay. So, müssen wir uns mal ein bisschen vertraut machen damit. Was ist da? Uiuiui, das sind die GPS-Daten. Okay. Was haben wir noch hier auf der Karte? Nee, Treibstoff. Uiuiui. Treibstoff ist immer halb voll. So, ich glaube, die Alpen schaffen wir. Früher war das nicht so einfach, wo sie noch keine Flugzeuge hatten. Eine gigantische Berglandschaft. Wie schön doch die Welt ist. Warum machen wir sie eigentlich kaputt? Ich würde sagen, da ist genug Platz für alle. So, aber wenn wir jetzt sehen, es wird schon wieder flacher, die Berge. Stürzen wir ab, oder was? Das sollten wir nämlich, glaube ich, nicht hoch und runter. Das ist dann nämlich irgendwas mit der... So, muss ich nochmal gucken. Das ist auf jeden Fall falsch gewesen. 7. Ich glaube 7. 7 ist Trimmung. Uiuiuiuiuiui. Jetzt gibt's einen derben Abflug. Meine Güte, eingeschlafen. Sekundenschlaf. Savage X-Ray Golf Sierra, please expedite your climb to 17,000 feet. Zurich Center, generic November 18 Lima Sierra is at flight level 270, descending 12,000 feet. Generic November 18 Lima Sierra, Zurich Center, continue as planned. Das ist ja Wahnsinn, wie lange wir da unterwegs sind. Da brauche ich ja schon... Da brauche ja schon eine Woche, bis ich da drüben bin. Wahnsinn. Wir hätten einen Düsenjet nehmen sollen. Okay, vielleicht schaffen wir heute noch das Meer zu sehen. Oh, was ist denn das für ein Punkt hier? Hier oben. Uiuiuiuiuiui. Anderes Flugzeug. Das ist definitiv ein anderes Flugzeug. Das ist ja cool. Sollten wir lichtern. Ist da oben auch noch eins?
Können wir hier, wo haben wir das vorhin angemacht hier? Welches ist es? Ich weiß es nicht. UFO? Savage X-Ray Golf Sierra, please expedite your climb to 17,000 feet. Buzz out your 6-9 or 9 or 7 descent and maintain 9,400 feet. Soll aber 9400 gehen, oder was? Hätte ich doch bloß ein bisschen besser aufgepasst. Immer noch irgendwie mit Schweizer, in der Schweiz irgendwie. 126.35 for generic 8 Lima Sierra. Das ist natürlich schon cool, du kannst um die ganze Welt fliegen. Geht der jetzt wieder hoch oder was? Wir wollen nicht hochfliegen, wir wollen ein bisschen runter. Wollen wir sehen von der Welt. Savage X-Ray Golf Sierra, please expedite your climb to 17,000 feet. Oh. Es fängt an zu schlingern. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir gehen zu hart runter hier. So, wir wollten uns ja nur mal die Brücken hier anschauen ein bisschen. Und hier dieses... Oder fahren sogar Autos da unten. Okay, da muss irgendwo ein Tunnel sein. Warte, es fängt an zu rucken hier, das Spiel. Genau, wir fliegen hier rüber. Going to 124.925 Savage X-Ray Golf Sierra. Milan Center Savage Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is at 5500 feet, climbing 17,000 feet. Und versuchen wieder das Teil hier ein bisschen nach oben zu kriegen. Haben wir eigentlich Vollgas? Ich glaube, wir hatten Vollgas. Ja, bleibt ganz ruhig. Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ja, ich wollte doch nur mal was anderes sehen. Wir fliegen hier ein bisschen durch. Ja, wir fliegen jetzt auf Sicht. Meine Güte, bleibt ganz ruhig, wir schaffen das. Descend and maintain 8,800 feet. Expect ILS Yankee runway 35 left approach by November Oscar Victor transition cleared to November Oscar Victor Lazoyer 6-9-9-7. So, jetzt kommen wir bald über die Baumgrenze wieder. Ja, dann steigen wir halt wieder nach oben, ist doch egal. Vielleicht sehen wir noch irgendwo
ein Murmeltier oder so. Vielleicht ein paar Wanderer. Ja, wir sind ja schon wieder auf 7000 Fuß. Also was soll jetzt noch passieren? So hoch sind doch die Berge hier nicht mehr, oder? Okay. Nicht wieder nach unten. So, komm, wir fliegen da. Push-Pilot Mike, würde ich sagen. Wir schaffen das. Wir fliegen nicht nach Instrumenten. So, vielleicht können wir jetzt schon... Ja, wir fliegen jetzt darüber und dann müssten wir doch die Alpen mal überquert haben, oder nicht? Okay, ich habe nichts gesagt. Das sieht nicht so aus, als ob wir da irgendwas überquert haben. Sie werden auf jeden Fall flacher. Aber sie enden noch nicht. Also das, die höchsten Berge haben wir hinter uns. Wo war denn? Und noch ein bisschen. Aber da unten ist eine Stadt, wir fliegen lieber da lang. Kleiner Umweg. Was ist das? Okay, war ja bloß eine Idee, da lang zu fliegen. Das ist natürlich das Coole, du kannst eigentlich hier auch dir irgendwelche Koordinaten raussuchen. Wo du hinfliegen willst, gibst es ein und kannst direkt da in der Luft spawnen mit deinem ausgewählten Flugzeug. Das würde natürlich auch gehen. So, also es ist... Es wird auf jeden Fall flacher. So. Mein Seitenruder reagiert einfach so krass. So, ich brauche eigentlich noch einen Namen für meine Pilotin hier, meine Co-Pilotin. Könnt ihr ja noch in die Kommentare schreiben. Wir fliegen noch ein bisschen, vielleicht schaffen wir da noch was. Da hinten ist auf jeden Fall ein großer See. Lago Maggiore.
So, ich wollte eigentlich, wenn ich gucke, da eigentlich über die Kuppel fliegen. Ja, ja, ich weiß. So, jetzt muss ich die richtige Reiseflughöhe erreicht haben. Er schreit gar nichts mehr rum über Funk. So, ich steige immer noch verdammt hoch. Warte mal, was haben wir jetzt gesagt? So, jetzt sieht es aber aus, ob die Alpen ob wir die bald geschafft haben hier. Da oben ist schon wieder ein Flugzeug. So, jetzt müssen wir da noch mal gucken. Das könnte da irgendwo eins sein, jawohl. Kann ich da sehen, wie hoch das ist? Die GPS-Ordnung. Okay, dann habe ich doch vorhin noch irgendwie sowas gehabt. Ah, kann ich da sagen, damit ich da schon hin will? Nee, wir wollten uns das ja ein bisschen anschauen. Ich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Aber das geht ewig lang hier mit dem Flugzeug. Wir fliegen irgendwie mit 91 Knoten. Das ist jetzt langsamer wie mein Fahrrad. Kommt einem fast so vor, als ob du hier irgendwo stehst. Savage X-Ray Golf Sierra, please expedite your climb to 17,000 feet. Wow, wir stürzen ab. Ach, das Flugzeug ist unabstürzbar. Na gut, das haben sie von der Titanic auch gesagt. Die kann nicht sinken. Dann ist sie doch gesunken. So, ich würde sagen, wir haben die Alpen jetzt fast eigentlich überquert. Noch den Berg hier und dann haben wir es. Savage X-Ray Golf Sierra, please expedite your climb to 17,000 feet. Sieht doch cool aus mit der Sonne da.
ist jetzt schon wieder nicht gut. Wow. Also die Alpen habe ich mir viel kleiner vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber ich konnte früher auch nicht wissen, damit ich mal irgendwann rüberfliege hier. Mit dem Simulator. Sehr cool. Also, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Dann geht's weiter nach Afrika. Jawohl. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.